Hallo und willkommen auf Review Entertainment. Ich bin Leo Wolf One. Ich möchte euch heute Psycon, The Last Love Song of on This Little Planet vorstellen. Okay, vorstellen ist eigentlich übertrieben gesagt. Ich möchte ihn in der Luft zerreißen und so lange auf diesen Film noch rumhacken, bis nichts mehr über ist. Solltet ihr daran keine Freude haben oder sowas halt nicht mögen, ich werde auch ein bisschen spoilern, ich werde viel spoilern, dann tut's mir leid, dann müsst ihr leider jetzt abschalten. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und let's go to Rumble. Ja, dass ich sowas mal sage. Nein, ernsthaft. Ich habe schlechte Filme in der Sammlung. Das weiß ich selber. Ich mag sie aber. Und selbst meine Specials, die, wo ich gesagt habe, ich mag diesen Film, obwohl er schlecht ist, ist es bei diesen Filmen so, dass ich ihn eigentlich wenig Gutes abgewinnen kann. Das ist total schlecht. Also ich behalte ihn wirklich nur, weil ich Geld für bezahlt habe. Also komischer Grund. Gut, fangen wir mal an. Also im Großen und Ganzen sieht ja eigentlich das Cover richtig genial aus. Man hat hier ein Mädchen mit einer Riesengun. Wenn man es hier so am Arm sieht, dann kann man schon fast erahnen, dass diese Gun aus ihren Arm wächst. Sieht ja spannend aus. Wenn man das Ganze umdreht, sieht man halt dieses Mädchen. Ich weiß den Namen nicht, weil dazu komme ich gleich. Das ist total unwichtig. Nennen Sie einfach mal Frau A. Ist unwichtig, wie sie heißt. Das werdet ihr gleich noch mitbekommen. Halt, diese Verwandlung kommt auch im Film vor. Sieht auch relativ hier in der Standszene spektakulär aus. Komme ich auch gleich zu. Genauso wie das sieht so spektakulär aus. Im Film leider nicht. In ein paar Szenen mit der Gun. Also, wie ihr seht, das ist eine Metallbox. Das ist hier komplett computeranimiert. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich mir diesen Film als Computeranimation gewünscht. Ich glaube, dann wäre der Film richtig die Bombe gewesen. Aber das ist er leider nicht. Warum wünsche ich mir einen computeranimierten Film? Gut, folgendes. Dieser Film basiert auf einem Manga. Den Manga kenne ich leider nicht. Ich habe ein bisschen mich schon schlau gemacht. In dem Manga geht es halt, oder allgemein auch in der Geschichte soll es halt darum gehen, dass ein Mädchen von der Regierung als Versuchskaninchen benutzt wird und halt ohne ihren Wissen so ein bisschen zu einem Cyborg gemacht wird. Um halt natürlich den Feind, wer auch immer der Feind ist, wird hier leider nicht erklärt, zu vernichten. Also wir so Wettrüsten, Krieg, bla bla, wir sind die Besten, wir machen mal kurz ein Mädchen zur Kampfmaschine und vernichten damit einen Feind. Ist logisch. Und alles in allem gibt es dann halt noch dazu noch so eine Liebesgeschichte. Zwischen halt Frau A und hier diesem Typen B. Machen wir es einfach ganz einfach. Und die beiden lieben sich. Und halt durch die Verwandlung zum Cyborg verliert sie in dem Manga halt, steht auch hinten so ein bisschen drauf, verliert sie halt an Menschlichkeit, an Persönlichkeit und an der Fähigkeit halt zu lieben. Und wird halt eben mehr und mehr zur Maschine. So sollte es eigentlich sein. Hätte ich auch cool gefunden, wenn es, sag ich mal, so in dieser eine richtig coole Liebesgeschichte gewesen wäre. Ich mag zwar Liebesgeschichten nicht, aber wenn sowas Cooles rauskommt mit, sag ich mal, Konflikt, ja, die wollen mich verwandeln zum Cyborg, ich werde immer gefühlskälter und dann, sag ich mal, die wahre Liebe und das Drum und Dran, dann hätte ich es irgendwie geil gefunden. Also das stelle ich mir eigentlich genial vor, aber das, was leider rauskam. Oh weia. Ich habe schon lange nicht mehr sowas Verbocktes gesehen. Wie gesagt, eigentlich sollte dieser Konflikt zwischen, ja, ich bin eine Frau und liebe jetzt, sag ich mal, meinen totalen Schwarm und verliere dadurch, dass ich jetzt zum Cyborg gemacht werde, langsam die Fähigkeit hat Gefühle oder verliere halt meine Gefühle etc. Hätte mir irgendwie dieser Konflikt im Film gefallen. Im Film sieht man halt, ja,
Die lieben sich, aber es kommt eigentlich so rüber wie, ja, ziemlich platt und kalt gespielt. So wie eigentlich komplett der ganze Film ziemlich platt und kalt rüberkommt. Es gibt keine Gefühlsregung an sich. Ja, so ein paar Tränen, ja, hilf mir, weiß ich nicht, was, aber weiß ich nicht. Schauspielerisch ist die Leistung von den ganzen Hauptfiguren im Allgemeinen nicht wirklich besonders. Liegt vielleicht an der Synchro, aber so viel kann selbst eine schlechte Synchro nicht versauen, weil man würde der Mimik der Schauspieler doch anerkennen, dass er eigentlich mehr war. Also ich glaube, selbst eine gute Synchro kann diesen Film nicht mehr retten, machen wir es mal so rum. Das Problem ist, es macht einfach. Man sieht halt ein Möchtegern-Liebespaar, ja, die so verliebt wirken wie zwei Eisschollen beim Schmelzen wahrscheinlich. Geschichte ist ziemlich schnell erklärt halt. Wie gesagt, Liebespaar, Mädchen wird von einer bösen Regierung halt zum Cyborg gemacht. Mädchen will's halt nicht, bla, flüchtet. Regierung stellt auf einmal fest, dass die Programmierung ihres Super Cyborg, in Klammern halt Mädchen oder Frau, halt ein fehlerhaft ist und sie angeblich, wenn sie fertig ist, halt alle als Feind ansieht und alles vernichten will. Ja, gut, und dann der Super Schluss ist dann halt. Mädchen flüchtet mit ihrem Freund, bla bla. Regierung oder alle schießen halt auf sie. Sie verwandelt sich in ein, ja, Riesenmecha-Flugzeug, was auch immer. Fliegt ins Weltall und lässt sich halt wehrlos, also ohne Gegenwehr, abknallen. Er sucht halt die Überreste von ihr, wimmert ein bisschen rum, bla, Ende. Oh Mann. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Dass ich mir den Film gekauft habe oder ihn mir angeguckt habe. Also ich plädiere dafür angekauft und angeguckt. Also meine ehrliche Empfehlung ist, Finger weg. Kauft ihn euch nicht. Die Bilder sehen toll aus. Die Effekte sind so lala. Das sind eigentlich ziemlich platte Effekte. Man sieht sie ab und zu mal sich verwandeln, aber auch nicht wirklich. Die Liebessache, wie gesagt, kommt kalt und emotionslos rüber, also es macht keinen Spaß. Auch die Kriegsszenen wirken wie aus einem anderen Film zusammengeschnitten und passen nicht. Da passt zwar ihr diese Kühle, die sie die ganze Zeit ausstrahlt, hätte da gepasst, dass sie, sag ich mal, so eine Art Switch immer machen würde. Von Frau zu Cyborg, also diesen Switch zwischen Liebe und Kampf. Wenn man das richtig mitbekommen hätte, das hätte mich dann richtig irgendwie, dann hätte ich gesagt, wow, wie nennt's das, aber nicht mal das, also und die Story an sich, man weiß nicht, worum es geht, man weiß nicht, warum sie verwandelt wurde, man weiß nicht, wer sie ist, was sie ist, warum sie ist, tja, warum? Nein, alles in allem kriegt dieser Film von mir 2 Punkte, also 2 von 10 möglichen Punkten. Der Grund ist, ja, ich mag halt Roboter und Verwandlung. Darum die 2 Punkte, weil egal wie schlecht die Effekte sind, es sieht okay aus. Es sieht gar nicht so übel aus. Das war's. Eigentlich ist es schade. Ich bin der Meinung, der Manga ist 20.000 Mal besser als der Film. Tut euch den Film bitte nicht an, meidet diesen Film und macht einen großen Bogen drum. Leiten euch nicht aus oder weiß ich nicht. Nee, also, ihr könnt euch gerne ausleihen, falls irgendein Freund von euch hat, was er wahrscheinlich nicht zugeben wird. Leiten euch aus, guckt euch an, aber kauft nicht. Kauft auf keinen Fall. Es ist nicht wirklich besonderes, es macht wirklich keinen Spaß, egal. Wenn man jetzt ein Action-Fan ist oder weiß ich nicht. Ich habe nichts gesagt jetzt zu der Länge oder gemeint, weil es lohnt sich nicht. Ich will mich auch gar nicht mehr groß mit aufhalten. 2 Punkte reicht. Ich habe euch, hoffe ich, genug gewarnt. Der Film ist Mist. Mist. Und nochmal Mist. Damit sage ich.
Tschüss und auf Wiedersehen.